So, very herzlich willkommen, Leute, zu einem COD Black Ops Gameplay. Yo, jetzt muss ich mich erstmal suchen. Ups, da hat schon angefangen. Da muss ich mich mal suchen. Da bin ich. Yo. Das ist ein Spiel, ein Herrschaftsspiel auf Summit mit der MP5K, mit Schnellfeuer, Claymore dabei, Handgranate und Splittergranate als Sekundärwaffe, die Makarov, weil ich im Moment eigentlich Level 16 bin, im 14. Prestige und hier Level 14 noch in diesem Video. Habe ich heute früh gespielt und yo. Der Score ist eigentlich ganz okay, das ist ein 42. Ja. Hier mache ich den Dewey nicht, weil den ich eingepackt hatte. Weil ich keine Kohle hatte. Und yo. Aber ich habe dafür Spionageflugzeug, Vorräte und Angriffshelikopter und. Okay, hallo. Ja, Monato ist auch da. Leider. Edit Monaco White mal auf Facebook, denn sonst werde ich immer weiter hier rumhalten. Dann muss ich noch mal was sagen. Cobra bereit. Puh, das ist YouTube Copyright. Egal, den Sound schneide ich weg. Haha, ich kann technisch sagen. Jo, jetzt kannst du mal deinen Mund halten. Einen hat er weg. Sonst darfst du es nicht gucken. Okay, sorry für die Unterbrechung. War ich stehen geblieben? Jo, 42,8 und jetzt sterbe ich schlecht. Wir haben B verloren. Wieso Call of Duty Black Ops? Weil MW3 mir nicht mehr gefällt. Stimmt. Das ist wie MW2. Ich finde das, man hat keinen Spaß daran. Das ist 10 Minuten Spaß. Nee, ein Monat, okay. Ich hatte einen Monat Spaß an MW3. Aber dann ist auch die Lust mir vergangen. Und darum sage ich jetzt mehr Black Ops und will die MP5K in Gold machen. Verbündete Vorräte unterwegs. Ja. Der, falls ihr Monat nicht gehört hat, der sagt, schießen, sterben, er mag keine Ego-Shooter. Ja, das sagt einer, der Final Fantasy mag. Also ich verstehe nicht, was er an Final Fantasy so gut macht, findet. Das ist ja voll kacke Captain. Also das Final Fantasy ist ja schon geile Grafik und seine Story. Aber das finde ich scheiße mit den Kämpfen und bei diesem Final Fantasy auf PSP finde ich kacke wegen der Grafik. Feindliche Monty im Anflug. Nee. Wie sind wir jetzt Final Fantasy? Komm, wir spielen jetzt hier in Black Ops und ja. Es ist nicht, es ist auf jeden Fall geil. Jo. Egal, halt jetzt mal deine Klappe. Ja, nur weil du schlecht drin bist, ja, heute haben wir Mario gespielt. Oh mein Gott. Jo, auf jeden Fall ist das Spiel einigermaßen gut geworden. Spionageflugzeug unterwegs. Oder? Obwohl, ja, ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Ich habe das Video eigentlich nur hochgeladen, also ist gemacht, weil ich viele Double Kills gemacht habe und das fand ich irgendwie geil und witzig. Das war das erste Spiel, was ich heute früh gespielt habe und gleich so einen guten Score. Alpha wird gesichert. Danach zeige ich euch noch schnell einen wunderschönen Tomahawk-Kill. Ich weiß, vielleicht. Kill confirmed. Am besten sagst du das gleich. Daumen hoch, wenn ihr findet, dass ich einen Downs unterbreche. Ja, das ist ja. Vorräte einsatzbereit. Und wo sollen sie hin? Wie ihr seht, habe ich auch mein Gott, 5-mal oder 6-mal die Vorräte unterbrochen. Unterbrochen. Erreicht. Hier auch ein Spionageflugzeug und den Hilfen. Ihr könnt ja mal zählen und es in die Kommentare stellen. Es interessiert mich. Vorräte einsatzbereit. Hör auf, so pervers zu sein, ey. Man steckt sich den Finger nicht einfach in den Arsch. War nur ein Spaß. B wird gesichert. Wie soll denn das gehen? Der passt, der geht doch nicht mal so hin. Verbündete Vorräte. Kannst du mir den Mund halten? Ja, schöner perverser Chat hier. Jo, das wär's dann auch mal. B, ich weiß nicht, wie lange das Gameplay. Gameplay noch läuft. Warte. Sit down, please. B
Bereit, das feindliche Radar zu stören. Pro das macht. Edit mich auf in PSN und in Skype. Wir und in Facebook. Okay. Ja, ich schreib's gleich rein. Hier so lange nochmal pissen. Jo, Leute, ich wurde ja viel öfters gefragt, wie ich in PSN heiße. Und das habe ich jetzt live immer darauf zu antworten. Mein Name und Monatus Name. Seht ihr, was für gute Augen ich habe. Hab ich nur dazu am Bein gesehen. Ich habe da gekämpft, logischerweise. Wo war ich? Ja, mein und Monatus Name stehen in der Beschreibung. Im Moment ist meine Freundesliste war voll, aber ich lösche die, was über 5 Tage nicht online war, die lösche ich. Yo, Monato könnt ihr auch adden, Monato 8 und ich bin Roman hier 12, könnt mit mir spielen, Black Ops oder ja, wie gesagt, Modern Warfare 3. Yo, das war's, glaube ich, bald gleich, wir haben 200 Punkte, glaube ich, noch, 100 Punkte noch, dann sind es 200. Und ihr seht, wie schön das alles macht, ich glaube, das war über 5 Mal, 6 Mal oder so. Verbündete Vorräte unterwegs. Also ich fand unterwegs. Das Gameplay richtig geil. Also es ist im Moment steht 28-4. Es wird aber nochmal das Doppelte. Naja, 42. Landezone 42. Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Yo. Ein annehmbarer Score. Verbündete Score, Vorräte sind unterwegs. Naja. Wir verlieren B. Ich finde ihn gut. Score einigermaßen für einen Frühaufsteher, der einfach mal so in der Früh aufsteht und einen guten Score gleich hinlegt. Und war schön beim Pissen. Wir haben Charlie verloren. Jo, das ist unsere Sternengarten und gleich ist es vorbei. Oder doch nicht? Ja, da mache ich gleich. Verbündete Fernlenkleiter. Da mache ich gleich, wie ihr seht, gleich. Glaube ich, ein Dachkill. Und Brezel sozusagen B. Ah nee, ich wusste, das war bei der zweiten Sternenladung. Ich wusste nicht, wie man die aktiviert, weil ich so blöd bin und das war das erste Spiel, hab vergessen, wie das geht. Dann wollte ich da aktivieren. Krieg gesichert. Jo. Ja, auf Facebook könnt ihr uns auch adden. Links in der Beschreibung. Können Sie uns sonst wo noch adden? Genau, in Skype könnt ihr uns adden. Genau. Ja, genau. Ihr könnt in unsere Gruppe COD werden wir noch erstellen. Wir verlieren C. Ich würde sagen, ja, mit dem Steuer wohl oder nicht? Leute, was denkt ihr? Wie schaltet man den Fernseher an? Alle Positionen gesichert. Ja, tschüss. Oh Gott, endlich ist dieser Freak da. Ich meine, habe ich nicht gesagt. Wir verlieren A. Also COD, der COD scheiße findet, das sagen die, die nicht COD spielen können. Yo, ich meine, jeder Mensch spielt COD. Seht ihr, wie ich Profi hab, ich das gemacht hab? Ich werde noch ein Video dazu machen, wie ich die goldene MP hab. Spionageflugzeug einsatzbereit. Gold macht. Blabla. Lumberphase. Kartoffelsalat. Ich hab mir auch überlegt, alle neuen Kultchannels zu machen. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Landezone markieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den wirklich machen soll, weil dann ich hab dann 200 Videos hab ich dann im Arsch, ne? Der Sieg ist nahe. Und ich hab die auch nicht mehr alle auf der Festplatte, weil meine 2 Terabyte Charlie verloren. Ah, und jetzt mache ich dir den Double Kill, der sieht ganz nice aus. Hab grad nochmal so B gerettet. Ihr seht, blinkt jetzt schon und bam, Double Kill. Also das ist so eine Rush Attack, also ich finde es geil, wenn ihr auf Summit spielt, dann nimmt unbedingt die MPK mit Schnellfeuer drin und Flinkheit. Auf jeden Fall auf kleineren Maps auch, aber Summit ist echt einer meiner Lieblingsmaps. Und Fallen Ranch gehört auch noch dazu. Also ich finde richtig geil zum Rushen am besten. Oder die AK-74U ist auch noch eine geile Rusher-Map. Und dann ist auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch... Ups. Alle Positionen gesichert, Positionen halten. Schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch. So, Mann, das. Gute Teamarbeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Also edit uns in PSN, in Facebook und jo, das war's fürs Erste. Ich bedanke mich und das ist ja mein PSN-Name, den ich euch mal schnell zeigen werde. Romania 12 und da steht kein Bock auf MP3. Jo, das war's für das erste. Ciao, Monato, weil ich würde ich euch jetzt auch zeigen. Aber jetzt habe ich keinen Bock runter zu scrollen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ultramaster. In unsere Facebook-Gruppe. COD-Zocker. Könnt ihr mal rein. Bei Mutter. Jo, kannst du machen.